Regenwald brennt nieder. Hamburg überflutet. Hamburger flüchten in den Süden Deutschlands. Es droht größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Wirtschaftskrise mit Todesfolgen. Sind Sie schockiert? Noch ist es nicht real, aber es ist nicht so unwahrscheinlich, wie man im ersten Moment denkt. In diesem Video wollen wir klären, was einige Folgen des Klimawandels sind und welche die schlimmsten sind. Tatsächlich wird sich die Erde in den nächsten Jahren noch weiter aufheizen. Mit jedem Jahrzehnt steigt die Durchschnittstemperatur um weitere 0,2 Grad. Das hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber langfristig gesehen ist die Zahl dramatisch. Durch die extreme Hitze und Trockenheit erhöht sich die Gefahr von Waldbränden. Wegen dieser Wärme werden die Eiskappen schmelzen. Selbst der Permafrost in Grönland beginnt zu schmelzen und das unter dem Eis eingeschlossene Methan entweicht in die Atmosphäre und verstärkt den Treibhauseffekt zusätzlich. Wissenschaftler gehen von einem 50-prozentigen Verlust des Eisvolumens bis 2050 aus. 200 Milliarden Tonnen Eis gehen jährlich verloren. Dabei bleibt es leider nicht, denn das geschmolzene Eis verursacht einen Anstieg des Meeresspiegels. Viele Experten rechnen damit, dass die Meere bis zu 1 Meter ansteigen werden. Selbst diese Zahl könnte zu niedrig sein. Durch das eiskalte Wasser des geschmolzenen Eises könnte der Golfstrom extrem stark abkühlen und die Wärme des Wassers geht nicht mehr nach Europa, weshalb es bei uns sehr kalt werden könnte. Berühmte Städte wie Rom, London, New York und Durban werden von den Fluten überschwemmt werden. Auch Städte wie Bremen und Hamburg werden betroffen sein. Dadurch, dass die Meere immer wärmer werden, werden mehr Hurricanes entstehen. Diese werden Städte verwüsten und Erden zerstören. Die Menschen, welche aus ihren zerstörten Heimen fliehen müssen, werden alle auf die wenigen noch bewohnbaren Gebiete der Erde zuströmen. An diesen Orten wird es zu Übersiedlungen kommen und Ressourcen wie Wasser, Nahrung und Kleidung werden nicht mehr für alle Menschen reichen. Daher werden sich Menschen aus ihrer Verzweiflung heraus gegenseitig bekriegen. In diesen Bürgerkriegen werden unnötig Menschen sterben und es werden weitere Ressourcen verbraucht werden. Sie haben nun einige Folgen gehört und wie Sie sicher bemerkt haben, gibt es nicht so etwas wie die schlimmsten Folgen. Sie sind alle schlimm und einige verstärken sich gegenseitig. Und um diese Katastrophen abzuwenden, müssen wir alle mit anpacken. Denn der Klimawandel betrifft uns alle, ganz egal, wo man lebt und wie viel Geld man hat.